Ich glaube, ich nehme den Ring gleich, der macht, dass meine Heiltränke mehr heilen. Das ist auf so langen Kampf gesehen am wichtigsten, glaube ich. Uiuiuiuiui. Ich glaube, es ist nicht so viel, aber es sind 20% oder sowas. Was gar nicht so schlecht ist. Selbst wenn es nur 10 sind. Ja, vielleicht war der erste Versuch einfach ein Glücksfall. Wenn wir in Phase 2 sind, nehme ich einen Ember. Manchmal kriegt man einfach das Timing nicht so gut hin. Irgendwie ist man dann manchmal raus und dann... Ach komm! Na, ja, da konnte ich nicht dabei noch trinken. Na komm, du, jetzt geh doch mal in Phase 2. Du musst da nicht da oben rocken. Die Tonnenrüstung, wie schnell du dich mit einer Rüstung bewegen kannst, hängt einfach nur davon ab, wie viel du tragen kannst und wie viel Prozent davon belegt ist. Und solange du unter 70% deiner Tragkraft bleibst, ist alles im Grünen. Und das, da ich sehr, sehr viel tragen kann, weil ich zwei Ringe trage, die das erhöhen, nämlich den Havel Ring plus 3 und den Ring of Havel plus 3. Also ne, hier Increase Maximum Load und hier Maximum Equip Load. Was das gleiche ist, macht es keinen Unterschied. Also das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe oben rechts eine Anzeige, wie viel Prozent vergeben ist und ich bin bei 69%. Und wenn ich jetzt eine leichte Rüstung nehmen würde, wie die hier, dann bin ich bei 65%. Das macht zwar einen ganz, ganz kleinen Unterschied, aber es macht den Kohl nicht fett und die hier macht viel mehr, hält viel mehr raus. Genau, 69%. Ja, das hat ganz viele Auswirkungen. Ich glaube, mit die Zentrale ist, dass die, wie weit die Rolle ist. Und das macht halt zwischen denen nicht viel. Was man probieren könnte, oder was halt vielleicht gar nicht schlecht wäre, ich habe einen Ring, der meine Ausdauer schnell wieder voll macht. Aber eigentlich, wenn ich halbwegs gut im Takt bin mit dem Gegner, dann reicht die Ausdauer.
Also 70% geht sogar auch noch. 70,1% ist dann zu viel. Also 70,09% geht noch. Au. Nach der 80 immer nicht drauf. Sein Geschrei. Ich denke dann immer, dass er verwundet ist und dass ich jetzt zuhauen sollte. Dabei sollte ich eher mich vor ihm in Acht nehmen. Aber du siehst die... Ach komm! Da komme ich jetzt nicht weg, weil ich zu lange getrunken habe. Aber siehst, an sich kann ich mich ziemlich schnell, ziemlich flink bewegen. Ach komm! Oder zumindest flink genug, um den Boss zu schaffen, wenn ich... nicht selber genug Fehler machen würde. Also an der Ausrüstung liegt's nicht. Ah. Ja, na dann, gute Nacht. Ey, Mann, beim ersten Versuch in Phase 3 und jetzt schaffen wir es nicht mal in Phase 2. Schon wieder. Dass ich immer denke, jetzt kann ich zuhauen und... denke nicht dran, dass ich mich lieber in Sicherheit bringen soll. Okay, jetzt schnell Ember. Ach komm! Oh, oh, Phase 3. Oh.
Mann! Ja, war schon ganz gut. Ja, ich glaube, keine schlechte Idee, in Phase 2 dann das Ember einzuschmeißen. War dumm. Soll ich denn dazu? Wieder derselbe Fehler. Fuck! Ich dachte, ich versuch's eigentlich, dass jetzt drauf ankommt, dass er in Phase 2 geht und dann heile ich mich voll. Echt, das war jetzt voll auf Risiko gespielt. Ja, viel Glück. Auch hätte man sich nicht statt der blöden Aschewüste irgendwas Malerisches nehmen können? Meadow. Mann, manchmal mach ich's auch richtig schlecht. Nein!
11. What the fuck? Seit wann ist er denn unsichtbar? Das war dumm. Das war auch dumm. Nein, wieso hau ich denn dazu? Heiltrank, schnell! Da falle ich immer wieder drauf rein. Heil dich! Ach Mann, ich kann nicht ausweichen, weil ich mich heile und dann nehme ich wieder so viel Schaden, dass sich das Heilen nicht lohnt. Ach Mann, weg, 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 weg! Nein, das ist ein Blitz nicht eingeschlagen. Was ist das für ein Pech? Tack! Eventuell müssen wir zwischendurch nochmal Ember kaufen gehen. Aber naja, 11 haben wir noch. Ich weiß noch nicht, ob wir den Drachen heute noch machen, aber den Typen hier legen wir noch. Manchmal klappt es einfach nicht gut. Mann!
Das war knapp. Na komm, geh in Phase 2, du. Okay, keine Phase 2 für uns. Ja, nicht zu knapp. Mann, ey, wieso dauert es jetzt so ewig lange, den Heiltrank zu nehmen? Wenn dein Leben davon abhängt, kannst du auch mal ein bisschen schneller trinken. Sehr gut. Ich präsentiere 300 Tode in Dark Souls 3. Au. Ja, 300 ist schon okay, wa? Okay, ich bin tot. Das war dumm. Ich werde dann immer zu greedy. Ich denke so, okay, das schaffe ich noch, damit ich keinen Heiltrank nehmen muss, sondern mich über das Ember dann heilen kann und möglichst viele Heiltränke noch für Phase 2 und 3 übrig habe. Ich so denke, okay, ich habe jetzt ungefähr ein Drittel, so ein, zwei Schläge noch. Na, vielleicht schaffen wir es noch. Null Souls retrieved. Thank you.
Mann, was mache ich denn? Dankeschön. Alles klar, viel Spaß. Mann, ich muss von der Klinge runtergehen. Ach komm, ich war weit genug weg. Ja, das siehst du anders. Das, ich hab doch den A-Knopf gedrückt von Dark Souls. Ich bin doch gesprungen. Fuck! Ich finde keinen Zeitpunkt zum Heilen. Komm, wie weit soll ich denn noch weggehen? Nein! What? Es hat gezählt! Es hat gezählt! Wir haben ihn! Ein unrühmlicher Sieg ist auch ein Sieg. Double KO.
Tja, damit sind wir durch. Dann gehen wir doch noch zum Drachen. Schade, ich habe gedacht, da kommt jetzt noch eine coole Cutscene. Oh Mann, aber wie krass, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den doch relativ schnell down habe. Sehr geil. So, gegen was können wir denn die Seele eintauschen? Oder das Schwert. Oder Demon Scar. Ach so, nee, das ist noch von der anderen Seele, die wir haben. Ein Demon Prince. Ja, wir nehmen natürlich das Schwert. Ach so, dann war das das andere. Ach, ich Depp. Ach so, wir hätten seine Crossbow nehmen können. Ja, okay, aber Crossbow will ich eh haben. Tja, dann würde ich sagen, nehmen wir noch... Ach so, das ist auch als Schwert. Ach, wie krass. Dann nehmen wir noch die Narbe. Wie sieht das denn bitte aus? Aber macht. Okay, flammende Narbe. Heiß, 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 heiß. So, und das andere Ding, was wir gerade bekommen haben, das müsste hier irgendwo sein. Ah, ziemlich geil. Ich bleib aber natürlich bei meinem geliebten Speer. So, dann brauche ich einen Tipp, wo man den Drachen denn finden kann. Das müsste ja irgendwo hier dann sein, ne? Oder noch davor. Also irgendwo da mit diesen, mit den Aufzügen muss man irgendwie abbiegen. Und die Priesterin hat gesagt, dass in einem so einem Tempel bei einer Statue von einem Ritter ohne Arme, dass dahinter das versteckt ist. Und was genau hatte sie denn jetzt in der Hand, was man berührt hat? War das das Drachenei?